glaube, die Innovation spielt hier eine ganz große Rolle. Einfach die Motivation, eventuell auch über den Tellerrand hinaus zu denken und auch etwas zu entwickeln, was noch nicht gefordert ist. Also das heißt, proaktiv zu sein, also wirklich innovativ und nicht nur auf Kundenwünsche zu reagieren, sondern gegebenenfalls auch die Dinge zu entwickeln, die der Kunde von heute noch nicht weiß, dass er sie morgen benötigt. Die TTS hilft uns oder hat uns besonders geholfen, natürlich die Software bei uns im Unternehmen zu implementieren. Und wir haben aktuell halt auch die Herausforderung, dass wir auch in unseren Supermärkten die Software einsetzen möchten und haben da natürlich verschiedenste Szenarien, sei es jetzt mobile Endgeräte oder halt auch Linux-Systeme, die laufen. Und da ist natürlich die technische Expertise und halt auch die Vorschläge, wie kann man sowas konzeptionell halt auch einfach umsetzen? Wo braucht man denn überhaupt jetzt auch wirklich eine technische Lösung, einfach Gold wert, dass da einer mitdenkt und halt auch eigene Vorschläge mit einbringt. Wir haben vor 2 Jahren begonnen, die Zusammenarbeit zu vertiefen, und wir haben sehr, sehr herausfordernde Themen gehabt, und wir sind auch froh, dass wir von der TTS jetzt zu diesem WIT Award ernannt worden sind. Das freut uns natürlich sehr, aber einer der Hauptbestandteile war natürlich auch die super Unterstützung von der Firma TTS, die uns da geholfen haben, weil wir immer wieder Fragen gehabt haben, die dann relativ rasch auch gelöst werden konnten.